So, Freunde, wir sind wieder zurück hier bei Dead by Daylight. Dieses Mal als Misha Myers, der Wandler. Und ich habe schöne Add-ons drauf, und zwar dauerhafte Diabolik 3 und Leute töten auf Diabolik 3. Jetzt müssen wir erstmal auf Diabolik 3 kommen. Das ist das Problem. Und ich habe natürlich wieder Leute gekriegt, die sehr viele Spielstunden haben. Das heißt wahrscheinlich sehr viel Erfahrung, und die werden sich nicht so einfach stalken lassen, weil ich auch eine Menge Diabolik brauche, bis ich Stufe 3 erreiche. Durch die, durch die Add-ons. Sollte ich mich auf jeden Fall nicht drauf verlassen. Tja, gerade habe ich mitgekriegt, die News, dass wahrscheinlich ab nächste Woche Donnerstag, den 26.10., ein Blutpunkte-Event ist, ja, passend zu Halloween, passend zum neuen Killer, der erscheinen wird, der Sandmann wahrscheinlich, alias Freddy Krueger. Gibt's gerade, ich gucke hier nebenbei einen Livestream, große Diskussion, der Sandmann, oder ist Freddy der Killer, oder, ne, oder? Schön, dass ich Beobachten und Zuschlagen drauf hab. Das heißt, ich habe einen kleineren Terrorradius. Naja, ich habe euch schon gesehen. Beim letzten Mal, als ich das gemacht habe, habe ich mich ja zu sehr auf diese Add-ons verlassen. Diesmal gucken wir natürlich, dass wir die Leute auch ein bisschen so erwischen. Nee. Geht mal weg. Die waren hier alle so zusammen. Tja, wo war ich gerade? Genau, neuer Killer, Freddy Krueger wahrscheinlich. Wurde ja auch mit einem Taser angekündigt. Und jetzt streiten sich die viele hier in dem Stream, den ich nebenbei gucke. Ist nicht offiziell bestätigt und bla. Es ist Auswahl zwischen Sandmann und Freddy. Ja, aber kein Killer heißt so, wie er in dem Film heißt. Das heißt, es gibt keinen Michael Myers, es ist der Wandler, es gibt kein Leatherface, das ist der Kannibale. Wahrscheinlich wird Freddy dann der Sandmann sein. Ja, Leute, also. Aber wozu streiten darüber? Ich würde einfach mal sagen, wir warten, bis es soweit ist. Und dann gucken wir uns den neuen Killer an. Doppeltes Blutpunkte-Event wäre natürlich krass, wenn der Killer kommt. Das heißt, man kann schön farmen, und das werde ich dann auch tun. Eventuell gibt es dann auch wieder Livestreams. Mal gucken. Und dass ich dann diesmal das Punkte-Event ein bisschen... den hab ich nicht getroffen. Was ist das denn? Wow, guck mal, wie lange wir brauchen, bis wir... bisschen was zusammensammeln. So. Lol. Lol, Alter. Chill mal. Da muss ich jetzt mal ein bisschen stalken. Schlimmes, ich weiß auch nicht, wer mein Ziel ist. Bei meinem Ziel könnte ich ein bisschen mehr stalken. Und wir haben sie voll gestalkt. So. Jetzt kommen sie wahrscheinlich gleich wieder angerannt. Jetzt wird's eng. Wahrscheinlich schaffen wir das wieder nicht, die Add-ons zu benutzen.
Ist ein bisschen schwierig mit Michael, aber ich muss ihn so langsam leer spielen, denn er ist Level 50 und ich würde ihn gerne prestigieren. LOL! Die interessieren sich gar nicht dafür zu retten. Also sie hier wollte retten, aber die anderen ziehen ihr Ding durch. Ja, sehen wir mal wieder nicht die guten Add-ons. Schade eigentlich. Guck mal, da machen die schon auf. Da sollte ich eventuell mal hingehen. Komme hier nicht durch. Ah, wieder eine schlechte Killerrunde. Das ist schade. Die letzte Billy-Runde war ja auch nicht gerade die beste. Ja, wenn ich jetzt hier bleibe, gehen die natürlich zum anderen Ausgang. Ja, wir haben voll verkackt. LOL. Naja, ist nicht gesagt, dass wir voll verkackt haben. Ich schätze mal, die werden nicht rausgehen, wenn nicht alle safe sind. Doofe ist halt, dass ich erst ordentlich was tun kann, wenn ich stalken kann. Ja, damit habe ich verkackt. Guck mal, da laufen sie alle. Ja, aber die laufen jetzt raus, die werden nicht warten. Wobei, komm, jetzt kann ich dir doch noch geben. Scheiße! Da wurde mir nicht angezeigt, dass ich sie töten kann, sonst hätte ich sie jetzt töten können. Schade. Naja, war keine so gute Runde. Aber GG. Ging auch nur 9 Minuten, wow. Ja, minus 1. Ja, ich wollte dich mementoren. Naja, have fun. Und bye. Ja, haben wir mal ein paar schlechte Killerrunden gezeigt jetzt die beiden Tage, aber ich habe noch, die werde ich jetzt erstmal wieder... Na, wir haben noch eine Locke und zwei Grabsteine, das heißt... wird noch, nochmal probiert die Tage und... Naja, auf jeden Fall würde es mich freuen, wenn ihr doch eine Bewertung da lasst. Lasst doch einen Kommentar da und Video teilen, nicht vergessen, ne? Das ist sehr wichtig. Guti, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein und vielleicht habt ihr neue Infos zu dem neuen Killer. Schreibt sie in die Kommentare. Würde mich freuen. Also, macht's gut.